Es soll kein Gras über die Geschichte wachsen. Genau deshalb brennt der Münchner Künstler Wolfram Kastner seit 2003 alljährlich einen Brandfleck in den Rasen auf dem Königsplatz. Die Freiheit des Wortes, die Freiheit der Meinung, die Freiheit der Kunst, die Menschenrechte sind ein ganz wichtiges Element der Demokratie. Das wurde damals vernichtet. Und es besteht die Gefahr, wenn man die Geschichte nicht kennt, dass man in der Zukunft die gleichen Fehler macht oder zu wenig achtsam ist. Namensfähnchen erinnern an die als undeutsch gebrandmarkten Schriftsteller, deren Bücher vor 86 Jahren auf dem Königsplatz von den Nazis verbrannt wurden. Über 50.000 Menschen beteiligten sich daran. Die meisten von ihnen waren Akademiker. Den ganzen Tag über lasen am Königsplatz Münchner, darunter einige prominente Persönlichkeiten, aus verbrannten Büchern vor. Dieser Tag und diese Aktion ist so wichtig, gerade auch für München, die Bücherverbrennung, die hier stattgefunden hat, weil damals versucht wurde, das geistige Erbe unserer Gesellschaft und die geistige Zukunft auszurotten, einer Ideologie wegen. Wir leben in einer Zeit, wo bestimmte Kreise versuchen, das alles totzuschweigen, dass wir uns nicht erinnern sollen, weil wir ja angeblich damit nichts zu tun haben, wir sind nicht schuldig, und ich bin der Meinung, wir müssen immer dran denken, was für unendliche Grausamkeiten Menschen anstellen können, damit es nie mehr wieder passiert. Auch auf dem Odeonsplatz fand heute eine Lesung gegen das Vergessen statt. Unter den Vortragenden Schauspielerin Michaela May, die zwei Gedichte von Erich Kästner vorlas. Jeder Termin, der darauf hinweist, dass jeder Mensch ein frei sagen und schreiben darf, ist heute so wichtig wie nie. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Heinrich Heine sollte mit dieser Vorahnung leider recht behalten.